Ja, hallo Frau Dr. Kasten. Ja, hi. Ich habe mal wieder von einem Trend gelesen, Non-Bathing. Man soll die Haut dadurch schonen, man soll bessere Haut bekommen, indem man quasi gar nicht oder wirklich super, super wenig duscht und sich wäscht oder nur an bestimmten Stellen wäscht. Und da, ich möchte Sie jetzt einfach mal fragen, ist das wirklich so empfehlenswert? Nun gut, wir leben ja nicht mehr in der Höhle und werden von reinen Instinkten getrieben. Wir leben in einer zivilisierten Gesellschaft und da gehört sich wohlfühlen in seiner Haut dazu, im Sinne von auch gegenüber keine Belästigung durch Geruch beizubringen. Deswegen ist Duschen, Baden völlig okay. Man sollte natürlich, wenn man eine empfindliche Haut hat, nicht unbedingt immer im heißesten Badewasser ewig lang liegen oder sich fünfmal am Tag die heiße Dusche auf den Rücken prasseln lassen, ohne sich danach zu pflegen. Das ist eigentlich der Punkt. Wir haben unsere Zivilisation so verändert, dass wir uns duschen und baden müssen. Es spricht natürlich auch nichts dagegen, mal eine Katzenwäsche zu machen, aber ich bin der Meinung, man sollte das so machen, wie man sich wohlfühlt, wie man auch gerne ausschauen möchte, wie die Haare riechen sollen, und das ist nicht einzuschränken, dass man sagt, man darf das nicht machen. Aber wichtig ist, hinterher eincremen. Wenn man eine trockene Haut hat, dann ist nicht das Wasser die Lösung, das zu befeuchten, sondern das trocknet noch aus. Und besonders heißes Wasser löst das aus der Haut. Und wenn ich mir hier so Ihren Arm anschaue, haben Sie schön geduscht, aber sich nicht eingecremt. Und dann macht man einfach so eine schöne Creme drauf und können Sie mal ausprobieren, ob das wirklich unangenehm ist hinterher. Es fühlt sich total gut an. Also ich schaffe es auch nicht immer, muss ich gestehen, mich dann danach einzucremen. Das Duschen ist für mich immer, es geht schneller und es fühlt sich einfach erfrischend an. Aber ich glaube, ich muss wirklich da täglich das auf jeden Fall machen. Das Wichtige ist, dass man ein Produkt aussucht, was eine Creme ist, aber nicht einen dazu zwingt, eine halbe Stunde lang so im Bad zu stehen. Mhm. Die meisten Cremes, die es heutzutage gibt, ziehen schnell ein und machen ihren Job, ohne dass sie einen behindern. Und das tut gut. Und wenn man das regelmäßig macht, dann merkt man das auch. Genauso wie das Duschen. Und Duschseife zum Beispiel, also die Produkte, die man dann nutzt, um wirklich auch einen schönen Duft zu bekommen, sind die denn so empfehlenswert? Das heißt ja auch immer eigentlich, Wasser reicht völlig aus und nur so ein ganz, ganz kleines bisschen davon. Auch hier gilt die Regel, womit fühle ich mich am wohlsten? Alles, was am meisten schäumt, das ist eigentlich am schlechtesten für die Haut. Mhm. Es gibt auch Duschöle, die gut riechen. Oder Duschcremes, die gut riechen. Das kann man gerne kombinieren, ohne der Haut zu schaden. Aber einen Zusatz zu benutzen, ist schon ratsam. Super, dann habe ich auf jeden Fall wieder was gelernt und für mich eine Message mitgenommen, dass ich auf jeden Fall mehr cremen muss. Und im Sommer macht das ja auch Spaß, wenn man dann noch einen guten Duft auf der Haut hat. Also ganz wichtig. Wobei, da muss ich einschränken, die guten Düfte sind in den guten Cremes häufig nicht kombiniert. Da empfiehlt sich dann einfach ein Parfum zu nehmen. Aber cremen statt kratzen. Das ist eine ganz große Take-Home-Message, weil trockene Haut juckt und das führt dann zu Kratzeffekten. Also immer eincremen. Okay, super. Vielen Dank, Frau Dr. Kasten. Gerne. Ciao. Ciao.